Oft klingt eine gewisse Selbstgefälligkeit mit, wenn manche sagen, wir sind halt einfache Leute. Sie tun alles, was Wert und Niveau hat, mit der Bemerkung ab, das ist für unser einer zu fein. Sie bevorzugen absichtlich billigen Plunder und halten den Kauf von Qualitätsware für Verschwendung. Gut gekleidete Menschen sind für sie stets Snobs. Ist es so, dass Gott Armut liebt und Reichtum hasst? Muss man, um Gott zu gefallen, unbedingt in ärmlichen Verhältnissen leben, mangelhaft gebildet und ohne gesellschaftlichen Schliff sein? Gewiss, Jesus sagt in Markus 10, Vers 23, was wir jetzt zusammen lesen, Markus 10, Vers 23, und Jesus sah um sich und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Also hasst Gott Reichtum. Falsch. Lesen wir weiter im gleichen Kapitel, Vers 24. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus antwortete ihnen wieder, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes zu kommen? Unsere Welt ist einerseits voll von armen, ungebildeten, unkultivierten Menschen. Das andere Extrem sind die Reichen, von denen kaum einer auf ehrliche Weise zu seinem Reichtum gelangt ist. Und in deren Kreisen man häufig Arroganz, Hochmut, gebildete Hofart findet. Kurz gesagt Snobs. Bei Wiktionary steht unter Snob Bedeutung Wichtigtuer und auch snobistisch oder Snobismus. Ich zum ersten Mal. Keiner dieser beiden Extreme ist richtig. Was ist eigentlich der Sinn und Zweck des Lebens? Welche Lebensweise ist die richtige? Welcher Weg führt zu Frieden, Glück und Wohlergehen und Sicherheit? Zu einem erfüllten, heiteren und angenehmen Leben? Warum eigentlich wird das Buch, das als einziges vernünftige, sinnvolle, zutreffende Antworten enthält? Ja, es ist die Bibel. Von so vielen völlig missverstanden und missachtet. Die Bibel ist die Quelle allen Wissens. Das steht fest. Welche Antwort gibt nun das Lehrbuch des Schöpfers hinsichtlich der Frage, was von einem kultivierten Lebensstil, von guten Manieren, von schöner Kleidung, von hoher Bildung und von Wohlstand zu halten ist? So überraschend es klingen mag, die Bibel befürwortet Wohlstand, Bildung, Qualität. Sie verurteilt Nachlässigkeit, Unordnung und Trägheit. Der Mensch wünscht sich das Schöne und qualitativ Hochstehende, aber leider versucht er meist entweder auf falsche Weise zu erreichen oder er hört auf, danach zu streben, weil es ihm zu viel Mühe macht. Menschen, die sich mit ihrer Armut und ihrem Mangel an Bildung brüsten, versuchen aus der Not eine Tugend zu machen. Oft steckt nichts anderes als Trägheit, Schlampigkeit und mangelnder Leistungswillen dahinter. Hier ist wohlgemerkt nicht die Rede von denen, die durch fremdes Verschulden arm und ungebildet sind, aber sich bemühen, auf höheres Lebensniveau zu gelangen, sondern von denen, die auf ihren niederen Status stolz sind und ihn gar nicht ändern wollen. Ist Gott träge? Lesen wir die Antwort in Johannes 5, Vers 17. Johannes 5, Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Also ist Gott nicht träge. Worin bestanden besteht das Wirken Gottes? Im Akt der Schöpfung und in der Lenkung und Erhaltung alles Geschaffenen. Und was Qualität anbelangt, ist das, was Gott geschaffen hat, gut oder schlecht ausgeführt. Das erste Kapitel im ersten Buch Mose berichtet über die Wiederherstellung der Erdoberfläche und die Schöpfung des Menschen. Gehen wir zu 1. Mose 1, Vers 31. Puh.
1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da wurde aus Abendmorgen und der sechste Tag. Gott setzte den ersten Menschen in den Garten Eden, der schönste, herrlichste Garten, der jemals auf Erden existiert hat. Gott selbst hatte ihn gepflanzt und erwies dem Menschen eine Aufgabe in diesem Garten zu. Der Mensch sollte nicht untätig sein, sondern den Garten kreativ gestalten, ihn bebauen und bewahren. Lesen wir das in 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott musste das Schöpfungswerk zuvor genau überlegen und planen und dann mit größter Sorgfalt ausführen. Betrachten Sie nur einmal die Schönheit einer Rose oder die einer Strelitzien. Das ist eine Paradiesvogelblume. Gefällt mir besonders. Nichts ist unvollkommen oder minderwertig. Manchmal macht man mir zum Vorwurf, ich sei Perfektionist, aber das fasse ich eher als Bestätigung auf. Jesus Christus befiehlt uns ja, Perfektionisten zu sein. Lesen wir dies in Matthäus 5, Vers 48. Matthäus 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein oder beziehungsweise werden, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Worin unterscheiden sich hochwertige und minderwertige Produkte? Jedes Erzeugnis stammt aus irgendeinem Grundmaterial. Qualitätserzeugnisse sind das Ergebnis einer besonders sorgfältigen Materialauswahl und einer besonders gewissenhaften Verarbeitung. Nachlässigkeit bei der Wahl des Materials und mangelnder Sorgfalt bei der Fertigung dagegen führen zu minderwertigen Produkten. Der gottgewollte Weg ist die qualitätsorientierte Methode. Keine hohe Qualität mit Verschwendung gleichgesetzt werden. Kann hohe Qualität mit Verschwendung gleichgesetzt werden? Was bedeutet Verschwendung überhaupt? Bei Wiktionary steht unnötig oder sinnloser Gebrauch von etwas. Qualität ist nicht Verschwendung, es sei denn, der Aufwand rechtfertige nicht das Ergebnis, stehe in keinem vernünftigen Verhältnis zu ihm. Was aber, wenn man sich gute Qualität nicht leisten kann? In diesem Fall sollte man einfach den Grad an Qualität anstreben, der im Rahmen der eigenen finanziellen Möglichkeit erreichbar ist, und sich damit zufrieden geben. Wenn Sie mit unermüdlichem Fleiß und unter Einsatz aller Ihnen gebotenen stehenden Kräften so leben, wie Gott das wünscht, dann wird er auch Sie segnen, so dass Sie sich eines Tages die wertvollen Dinge ebenfalls leisten können. Doch hier kommt nun der entscheidende Punkt. So sehr man sich auch darin üben soll, das Schöne zu genießen und sich an hoher Qualität zu erfreuen, so darf man doch niemals materielle Dinge zum Hauptlebensinhalt werden lassen. Man darf sein Herz nicht daran hängen. Jesus zeigt klar, dass Reichtum den Eintritt ins Reich Gottes unmöglich macht. Wenn man sein Vertrauen auf diesen Reichtum setzt, wenn man glaubt, materielle Dinge seien das Entscheidende, um glücklich zu sein. Schon David warnt davor, die materielle Segnungen, die wir möglicherweise von Gott empfangen, überzubewerten. Der Apostel Johannes schrieb im 3. Johannes 2, was wir jetzt lesen. Im 3. Johannes, Vers 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in jeder Hinsicht gut gehe und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Josef erfreute sich bedeutender Wohlstands in 1. Mose 39, Vers 2 und 3. Verse 2 bis 3. Und der Herr war mit Josef, so dass er ein Mann war, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn des Ägypters. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand gelingen. Hiob war ein Reicher als alle, die im Osten wohnen.
gehen wir zu Hiob 1, Vers 3. Hiob 1, Vers 3: Und sein Vieh waren 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und er hat viele Gesinde. Und er war größer als alle Söhne des Ostens. Er musste aber durch Schaden klug werden, bevor Gott ihm seinen vorherigen Reichtum doppelt zurückgeben konnte. Reichtum ist keine Sünde, sondern Segen. Gott schenkt uns Gutes, die Fülle. Sünde hingegen ist das, was die meisten Menschen tun. Sie machen das Streben nach materiellen Gütern zu ihrem Hauptlebensinhalt. Sie stellen ihre Kräfte in den Dienst des Reichwerdens, statt in den Dienst Gottes. Besitz wird ihnen zum Götzen, auf den sie ihr Vertrauen setzen. Gott will, dass es uns auch in materieller Hinsicht gut geht. Aber er will vor allem, dass wir ihm gehorchen, dass wir unser Leben ihm geben und dass wir uns ausschließlich auf ihn verlassen. Wenn er uns dann obendrein mit einer Fülle guter Dinge von bester Qualität segnet, erwartet er, dass wir ihm dankbar sind, seine Segnungen genießen und ihm auch weiterhin vertrauensvoll dienen, stets dessen eingedenk, dass alles materiell vergänglich ist und dass bleibende geistige, charakterliche Werte Vorrang haben. Ein Mann, den Gott mit einem schönen Heim voller qualitativ hochwertiger Einrichtungsgegenstand gesegnet hatte, hatte einmal gesagt oder geschrieben: Meine Einstellung dazu ist ungefähr so, wie gegenüber einem besonders schönen Hotelzimmer, das ich einmal für eine Nacht bewohnte. Ich sagte mir: In diesen wenigen flüchtigen Stunden will ich mich daran erfreuen, Gott dafür danken und es als eine Gelegenheit ansehen, eine Nacht ruhig durchschlafen, damit ich Gott und den Mitmenschen in Not besser dienen kann. Morgen werde ich wieder von hier weggehen und meinen Weg fortsetzen, ohne mit Bedauern zurückzublicken. Dieselbe Einstellung habe ich in meinem Heim gegenüber. Müsste ich es morgen früh für immer verlassen, es würde mir nicht leid tun. Ich wäre Gott dankbar, dass ich es für eine kurze Zeit genießen durfte. Das Leben ist kurz, früher oder später müssen wir ohnehin alles hinter uns lassen. Ich bin nur ein Pilger auf dieser Erde, der auf das Bleibende wartet, auf die Schönheit und die Herrlichkeit des kommenden Reiches. Was aber, wenn die Erkenntnis erst in mittleren Jahren oder später kommt, wenn man erst als älterer Mensch zu begreifen anfängt, dass man eine falsche Einstellung zum Leben hat? Jeder sollte alles in seiner Kraft Stehende tun, sich zu ändern. Sobald er die Wahrheit erkennt, mag es auch noch so spät sein. Vergessen Sie, was gewesen ist, und fangen Sie an dem Punkt, wo Sie gerade stehen, an ihm, Sinne Gottes, zu leben. Nun noch ein Wort zum Thema gute Manieren. Ich denke, das wird auch der Titel sein meiner Kurzpredigt. Die Etikette unseres Kulturkreises ist oft überspitzt und gekünstelt. Dahinter steht in der Regel Snobismus oder snobistisch und Eitelkeit. Eine wirklich kultivierte Haltung gründet sich auf das große Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Echte Gesittung äußert sich in Form von Rücksichtnahme, Höflichkeit und von Herzen kommt, in Form von Güte, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, in einem Lächeln, das man dem anderen schenkt. Und die Kleidung? Nun, die sollte natürlich immer im Rahmen der vorhandenen finanziellen Möglichkeiten der Gelegenheit angepasst sein. Bei einer offiziellen Veranstaltung oder einer Feier, zum Beispiel einer Hochzeitsfeier, trägt man seine beste Kleidung, die beste, die man sich leisten kann. Und keiner sollte dabei auch nur den geringsten Gedanken des Neides bzw. der Verachtung gegenüber dem anderen aufkommen lassen. Konkurrenzdenken und Eitelkeit müssen ausgemetzt werden. Es gibt auch ein biblisches Gleichnis, das die Wichtigkeit angemessener Kleidung unterstreicht. Es handelt von einem Hochzeitsmahl, was wir jetzt lesen in Matthäus 22, Verse 11 bis 13.
Matthäus 22, Verse 11 bis 13. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und er sagte zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sagte der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße, nehmt ihn und werft ihn in die äußere Finsternis hinaus. Da wird heulen und Zähne klappern oder Zähne knirschen sein. Das gilt auch ganz besonders für die Versammlung, die wir an Gottes heiligen Tagen besuchen, den wöchentlichen und den jährlichen Sabbaten. Es stellt einfach eine Respektlosigkeit gegenüber Gott und den Geschwistern dar, an solchen Tagen mit unangemessener Alltagskleidung zu erscheinen. Auch ich habe meine beste Kleidung an, wo ich noch reinpasse. Die Kleidung, so lehrt die Bibel, soll der jeweiligen Gelegenheit angemessen sein. Überhaupt kennzeichnet das äußere Erscheinungsbild eines Menschen oftmals dessen Charakter. Es gibt eine Art von Qualitätsbewusstsein, das nicht Eitelkeit ist, sondern Rücksichtnahme auf andere und Respekt gegenüber Gott. Diese Art von Qualitätsbewusstsein müssen wir entwickeln.